Die meisten sind aus dem Arbeitsleben, aber es gibt schon durchaus auch Fälle, wo Menschen kommen. Meistens sind das Eltern, die anrufen, die dann mit ihren Kindern kommen, weil sie in der Schule gemobbt werden. Und die sind eben, na, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen umfangreicher und ein bisschen schwieriger als Mobbing im Arbeitsleben, weil im Arbeitsleben gibt es eine sehr umfassende Gesetzgebung, Arbeitssicherheitsgesetze, Arbeitsschutzgesetze, Landesgleichstellungsgesetze und betriebliches Eingliederungsmanagement. Also eine ganze Menge Regelungen, die man beachten kann und nutzen kann auch. Bei Schulmobbing ist das anders, weil es da keinerlei Regelung gibt und es gibt auch für das Schulmobbing, anders als bei der Mobbing im Arbeitsfeld, keine wirklich wissenschaftlich anerkannte Definition darüber. Jeder weiß, was es ist und man weiß auch, was man darunter subsumiert und es gibt immer Wissenschaftler, die sagen, das und das und das ist es. Aber da findet man in der Literatur durchaus Abweichungen. Ja, die habe ich regelmäßig. Naja, es ist so, dass Menschen, die gemobbt werden, in aller Regel sehr spät kommen. Und dann sind häufig schon Dinge passiert, die manchmal nicht mehr ganz reversibel sind, also nicht wieder richtig gut gemacht werden können, sodass die Leute dann auch eine therapeutische Unterstützung brauchen. Von daher ist eigentlich jeder Mobbingfall oder jede Mobbingproblematik, würde ich sagen, von den Menschen, die hierher kommen, eigentlich immer eine schwere und für die Menschen katastrophale Problematik. Bei Kindern ist es noch schlimmer, weil häufig, gerade wenn es kleinere Kinder sind, die Identitätsfindung ja und die Entwicklung dann nicht wirklich abgeschlossen ist und die dann so traumatisiert sind manchmal, dass sie buchstäblich nicht mehr wissen, wer sie sind. Und das zieht natürlich einen längeren therapeutischen Prozess hinter sich her. Und für die Menschen, die Kinder, die dann hier sind, ist das natürlich dramatisch, kann man sich vorstellen. Und was ist Ihrer Erfahrung nach der häufigste Grund für Mobbing in der Schule? Also das baut sich ja meistens so auf, ne? Und haben die Kinder darüber gesprochen, wie es angefangen hat? Und gibt es da eine Tendenz dazu? Ja, das Wesen oder ein Wesen von Mobbing ist, dass ein richtiger Streitgrund, den man so rational, also über Gedanken, über Nachdenken, über den Intellekt lösen könnte, eigentlich nicht mehr ersichtlich ist. Häufig ist es so, dass die Kinder dann hier sitzen und sagen, ja, mir geht's nicht gut, das und das passiert. Ich muss dann häufig schon nachfragen, ne, was macht man denn mit dir? Seit wann geht das so? Und dann, bei dem seit wann spätestens wird es schwammig, weil das so eine Entwicklung ist, die sehr schleichend vorangeht. Und irgendwann merkt man, irgendwie stimmt was nicht. Entweder ich bin völlig isoliert oder ich kriege dauernd Prügel oder häufig ist es auch so, dass die Lehrer aufmerksam werden, ne? Wenn die Schüler sich mal wehren. Ich habe gerade so eine Situation vor Augen von einem Jugendlichen, der war 14. Den haben die richtig heftig fertig gemacht in der Schule. Und da war ein Mädchen dabei, was ihn sehr gereizt hat, regelmäßig. Und er hat mehrfach in der Pause, auch bei den Pausenaufsichten, kenntlich gemacht, da passiert was und ich kann mich nicht wehren. Es hat ihm aber niemand geholfen. Und irgendwann hat er dem Mädchen mal ins Gesicht geschlagen, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und was war die Folge? Er musste dann nachsitzen, er musste Strafarbeiten machen, er hat einen Anschiss gekriegt, in Anführungsstrichen. Das heißt, er ist eigentlich dafür bestraft worden, dass er sich gewehrt hat, obwohl er derjenige war, der die ganze Zeit gepiesackt war. Und das ist so eine Geschichte, die sich bei den Mobbing-Problematiken durchzieht, egal ob Arbeitswelt oder Schule. Häufig wird die Obrigkeit auf diese Menschen aufmerksam, weil sie etwas tun, was entweder nicht gestattet ist oder was man von den Personen nicht erwartet, weil sie einfach am Ende sind. Und dann läuft es in eine ganz andere Richtung auf einmal. Und da muss man dann gucken, dass man irgendwie diese Menschen geschützt bekommt. Bei Mobbing in der Schule ist es ja häufig so, dass es vor allen Dingen dadurch möglich ist, dass es so ein Machtgefälle gibt. Es gibt Leute, die sind anerkannter in der Klasse, andere Leute sind weniger anerkannt. Und wenn es dann so Bündnisse gibt, sage ich mal, die sich dann gegen eine Person oder eine andere Gruppe richten und die halt eben gängeln, dann bleibt das ja nicht geheim, sondern es gibt Menschen, die das sehen und die das mit auch wahrnehmen. Und wichtig ist eben, dass diese Menschen, die das wahrnehmen, wir nennen immer
diese Menschen die Möglichmacher, weil dadurch ist es möglich, dass man Dinge sieht und hört und wahrnimmt, aber nichts sagt. Dadurch wird Mobbing möglich. Und da ist es wichtig, dass man sich eben traut zu sagen, hör mal, ich habe das und das gesehen oder hast du das auch mitbekommen, das ist nicht okay. Und dass man vielleicht auch zu den Betroffenen hingeht und sagt, ich habe das gesehen, ich bin an deiner Seite, wenn du das dem Lehrer mitteln möchtest, dann gehe ich da gerne mit und bezeuge das. Wichtig ist, dass die Leute sozusagen einen Support haben, ja, dass die gestützt werden. Die brauchen ganz viel Stütze. Und eben der Rest der Klasse oder der Schule sollte nicht wegschauen. Und welche Lösungsmöglichkeiten stehen einem Opfer von Mobbing zur Verfügung? Ja, klar, einmal diese Beratungsstelle. Und was schlagen Sie sonst vor, wenn man sich zum Beispiel nicht traut, damit zu seinen Eltern zu gehen? Ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel hier anonym beraten zu werden. Es gibt ja auch die Nummer gegen Kummer, die man anrufen könnte, oder die Telefonseelsorge, also irgendwas Professionelles, wo man anonym bleiben kann. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, es ist nicht Ausdruck eines schlechten Charakters, wenn man gemobbt wird, ja. Mobbing ist ein ganz, ganz altes Phänomen und wo Menschen zusammen sind, und das ist in der Schule genau wie in der Arbeit so, da wurde schon immer gemobbt. Die Wertung beginnt eigentlich da, wie man damit umgeht. Und was ich immer empfehlen kann, ist, Mobbing transparent zu machen. Das heißt, wenn jemand gemobbt wird, dann soll er das nicht in sich reinfressen oder sie, sondern soll das kenntlich machen. Bei Leuten, dem er vertraut oder dem sie vertraut, ja, sagen, mir geht's nicht gut, man macht mit mir dies und jenes. Und dadurch erreicht man einmal, dass man sich selber ein bisschen entlastet und man kriegt vielleicht ein bisschen Unterstützung von den anderen auch, die sowas vielleicht dann mal beobachten und auch weitertragen können.